So, wir zwei sind wieder am Flughafen. Andy guckt gerade nach den Flugtickets. Und ja, mega ätzend, dass wir Bali verlassen müssen. Wir würden am liebsten wirklich länger hier bleiben. Wir werden auch auf jeden Fall nochmal nach hier kommen. Indonesien ist einfach erstklassig, wirklich. Jawohl, wir haben Priority Boarding, wir haben uns kostenlos upgraden lassen. Wir sind jetzt speziell. So, wir haben zwar mega viel Beinfreiheit, aber kein Fernseher. Sie ist total am Boden zerstört. Jetzt müssen wir 16 Stunden halt wirklich schlafen oder sitzen. Ja. Das ist nicht so toll. Aber dafür waren wir als erstes drin. Hier, da steht's. Economy. Das war ganz schön lang. Wir sind jetzt 10 Stunden unterwegs. Ja. Ja, mit 2 Stunden noch da drauf gerechnet. Sydney haben wir noch gewartet. Das war ganz schön anstrengend. Und ein guter Anfang für mich zum Rauchen mit Rauchen. Ich konnte nirgendwo rauchen. Sydney ist ein komplett rauchfreier Flughafen. Das ist ja richtig übel. Da gibt es nicht mal diese kleinen Rauchecken oder so. Nix. Ja, wir sind ganz schön platt. Aber ich hoffe kein Jetlag. Aber das sehen wir heute Abend morgen. Wir haben schon Abend, glaube ich, ne? Nachmittag. Gerade hatten wir noch morgens. Ja, wir sind. Ja, das ist doch verrückt. Das ist verrückt. Ja, gut. Wir sind gleich da. Wir sind da. Sieht ja wie jetzt jemand, der durchfährt. So, wir sind in Auckland angekommen. Und. Sind fix und alle. Wir brauchen jetzt erstmal Urlaub von Urlaub. Wir werden uns jetzt hier erstmal für eine Woche, vielleicht zwei sogar heimspielen. Wir werden uns hier niederlassen. Wir haben jetzt hier eine Airbnb-Wohnung mit zwei richtig, richtig coolen Leuten. Und ja, wir werden dann jetzt mal schauen, ob wir hier irgendwie ein Auto finden können. Ein Van. Wir wollen am liebsten wie früher Betsy wieder haben. Ja. Und dann einfach mal schauen. Wir lassen uns jetzt hier echt langsam angehen. So, wir sind jetzt gerade hier komplett durch den Regen und durch Hagel gelaufen. Ja, gucken uns alle komisch an, weil wir hier mit langen Klamotten rumlaufen, Jacke und Pullover. Die haben nämlich hier wohl Sommer. Und ja, wir sind jetzt hier in der Kiwi Bank. Sehr, sehr geil, können wir nur empfehlen. Die Westpac, die nimmt leider keine Backpacker mehr auf. Und ja, jetzt haben wir gleich um 12 Uhr einen Termin, noch 5 Minuten, 7 Minuten. Dann geht's weiter. Dann haben wir einen Bankaccount. Steuernummer müssen wir noch beantragen. Dann können wir arbeiten. Dann können wir arbeiten. Da freuen wir uns unglaublich drauf. Guten Morgen. Wir sind jetzt im dritten Tag hier. Im vierten schon, ne? Ja, es sind echt Tage hier vorbeigegangen. Wir leben fast wie in Deutschland wieder. Wir sind hier komplett angekommen. Es ist total kalt. Wir sind nur am Frieren. Andy guckt nur noch Sabrina total verhext. Der gar nicht total verhext. Das ist eine neue Chilling Adventures. Chilling Adventures with Sabrina. Das ist wohl so eine Gruselserie. Ja, ich sitze zwischendurch und bin am Switch zocken oder am Steam. Diese ganzen neuen Spiele. Ja, heute dürfen wir mitgehen mit unserem Gastgeber. Wir bauen eine Bühne auf. Wir machen wohl irgendwas für eine Modeshow. Und vielleicht ist das unser erstes Geld, was wir in Neuseeland verdienen. Nicht schlecht. Ja, und dann werden wir zusehen, dass wir jetzt in ein paar Tagen nach Christchurch fahren, runterfahren oder fliegen sogar. Da haben wir dann ja unsere Wohnung und da wird dann richtig nach einem Job gesucht. Wir werden wahrscheinlich auf einer Farm arbeiten oder ähnliches. Wir wissen es noch nicht. Und wir brauchen immer noch ein Auto. Ja. Alle Autos, die angeboten werden, sind zu unverschämten Preisen. Das stimmt. Ist gar nicht so leicht. Wir wollen am liebsten so einen Self-Contained-Wagen, womit wir halt überall parken dürfen. Und wo man auch drin stehen kann, denn hier regnet es sehr, sehr viel. Das ist ähnliches Wetter wie in Deutschland. Ja, nur dass es hier nicht schneit gerade. Und ja, wir haben jetzt hier Sommer. Ja gut, ähnliches Wetter wie in Deutschland, aber umgekehrt von den Jahreszeiten. Ja.
Ja, ja, wir sind mal gespannt. Also jetzt steht dann an. Wir haben jetzt ein Bankkonto eröffnet. Wir haben die Steuernummer, darum kümmern wir uns heute. Und um unsere Wohnung in Christchurch kümmern wir uns heute. Ja, da haben wir nämlich auch schon eine. Wo wir Haussitting machen. Genau, kümmern uns um die Hunde. Um einen Hund, der eine Katze. Und ja, dann folgt eigentlich nur noch eine Jobsuche. Eventuell. Wir sind uns ja, wir brauchen einen Job. Gestern haben wir zum Beispiel auch überlegt, ob wir nicht das einfach. Träumer, halt. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir haben es ja. Ihr werdet ja sehen, was wir machen. Ja. So, sehr, sehr geil. Wir sind auf Zufall durch unsere Mitbewohner heute an unseren ersten Job gekommen. Wir bauen eine komplette Bühne auf. Annie putzt gerade und das ganze Ding haben wir gerade aufgebaut. Das ist wohl für eine Modeschau. Ja, sehr, sehr fein. So kommt man an Arbeit. Der zweite Tag. Wir bauen jetzt schon wieder eine Bühne auf und diesmal ein Catwalk, wie man sieht. Hier ist gleich eine richtig ja, große Modeshow. Bin mal gespannt drauf. Annie macht die Bühne schön. Wir haben die gerade aufgebaut. Oh, der Chef guckt. Annie zeigt dein T-Shirt schnell. Yes! So, kann ja auch mal passieren. Jetzt ist unser guter Gastgeber, mit dem wir, durch den wir die Arbeit halt bekommen haben, bin ich jetzt mit dem losgefahren und zwar zum Krankenhaus oder zur Notfallambulanz. Der hat sich nämlich gerade mal eben den Fuß einfach durch, also gut angeschnitten. Ja, jetzt müssen wir hier erstmal eine Stunde verbringen und dann müssen wir gleich zusehen, weil ich glaube in 2 oder 3 Stunden kommen die ganzen Models. Ja, die ganzen Models kommen gleich und da muss alles aufgebaut sein. Annie ist jetzt noch hinten an der Bühne, die baut da noch mit auf. Macht dann auch alles schick. Ich habe gerade die Lichter mit aufgebaut und ja, jetzt ist Sound dran. Ist auf jeden Fall mega interessant. Richtig geiler Job. Also wir haben halt auch die T-Shirts hier, Professional Sound Systems. Ja, doch, gefällt mir. Ich wollte schon immer so irgendwie ein Bühnenarbeiter sein oder hier von Konzerten oder sowas irgendwie mit aufbauen und ja, jetzt haben wir die Chance. Macht auf jeden Fall Bock. Und wir sind gerade mal eine Woche hier und wir arbeiten schon. Also schon fett. Jetzt müssen wir nur zusehen. Ich glaube, in 3 Tagen verlassen wir das alles und dann geht es rüber nach Christchurch. Und da müssen wir dann wieder nach Arbeit schauen. Und ja, da haben wir dann erstmal 1 Monat Zeit. Da werden wir 1 Monat lang in der Wohnung verbringen und den Hund erstmal aufpassen und die Katze. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, und sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Wir sind ziemlich viel drin, wie man sieht oder hört. Es ist hier komplett am Regnen. Ja, Sommerzeit, die beginnt hier erst in ein paar Wochen. Sind wir mal gespannt drauf. Wir freuen uns auf jeden Fall schon wieder auf Sonne und auf Christchurch. Wir sind gespannt. So, und während ich warte, gönne ich mir das Leckerste überhaupt. Pies. Das ist noch mein Tod hier in Neuseeland. Ich esse so viele davon, die sind so lecker. Annie ist am Putzen auf der großen Bühne. Wir haben die Bühne fertig. Jawohl. Hier ist der hintere Bereich, aber ich zeige euch jetzt einmal ganz kurz. Da ist schon alles im Gange. Da sind die Moderator. Sweet dreams are made of it. Who am I to disagree? Travel the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them wanna get used by you. Some of them wanna abuse you. Some of them want to feel like you. Hold your head up. Keep your head up. Hold your head up. Keep your head up.
So, wir sind jetzt heute fix und alle. Es war echt ein langer Tag. Viel gearbeitet, viel gesehen, war richtig, richtig cool. Also wir fanden es richtig klasse. Wir haben heute ziemlich viel gelernt über Lichtertechnik, die Tontechnik und halt Bühnenabbau und Aufbau. Und hast du nicht gesehen. Ja. Und jetzt übermorgen kriegen wir dann unsere erste Zahlung. Da sind wir mal sehr gespannt drauf, wie hoch das ausfallen wird. Und dann sind wir auch schon auf dem Weg nach Christchurch. Und da gibt es dann wieder mehr. Und hoffentlich werden wir da mal wieder aktiver.